Mahatma Gandhi, 1869 bis 1948. Porbandar in der indischen Region Gujarat ist eigentlich eine unbedeutende Provinzstadt. Doch für die Geschichte des Landes ist sie von großer Bedeutung, denn sie ist die Heimat eines der bekanntesten Männer, die Indien hervorgebracht hat, Mahatma Gandhi. Obwohl er nie ein hohes politisches Amt innehatte und auch keinen neuen Glauben begründete, ist er einer der wichtigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts und das große moralische Vorbild für das moderne Indien und für Millionen Menschen weltweit. Mohandas Karamchand Gandhi wird am 2. Oktober 1869 in Porbandar geboren. Sein Vater ist ein renommierter Rechtsanwalt, der dem Glauben der Jain, einer Abspaltung des Hinduismus, angehört. Die Jain glauben daran, dass die spirituelle Kraft des Menschen auf einem reinen Herzen, Askese und der Fähigkeit, sich selbst zu erziehen und Ungerechtigkeit zu vergeben, basiert. Diese religiösen Wurzeln spielen in der Erziehung Gandhis eine wichtige Rolle und werden sein gesamtes späteres Leben bestimmen. Als Kind ist er sehr schüchtern und seine schulischen Leistungen sind eher mittelmäßig. Als Gandhi 13 Jahre alt ist, wird er gemäß den damaligen Sitten Indiens mit der gleichaltrigen Kasturbai verheiratet, einem Mädchen aus gutem Hause. Sie ist ebenfalls sehr schüchtern, verfügt aber über eine innere Stärke, durch die sie schnell zu einer wichtigen Stütze für Gandhi wird. Stets steht sie hinter ihrem Mann und durchleidet mit ihm auch die härtesten Zeiten, ohne zu klagen. 1887 schließt der junge Mohandas die Schule ab. Zu diesem Zeitpunkt ist er zu einem eifrigen Studenten und begeisterten Leser herangewachsen, der am liebsten Medizin studieren möchte. Doch als kurz darauf sein Vater stirbt, tritt er in dessen Fußstapfen und wird Anwalt. Die einzige Möglichkeit für einen jungen Inder, ein Studium der Rechtswissenschaft zu absolvieren, ist der Weg nach England, in das Reich der Kolonialherren. In London entwickelt sich der junge Gandhi zu einem Gentleman, der teure Anzüge trägt und Unterricht in Tanz und Rhetorik nimmt. Doch dann entdeckt er eine neue Welt. Im Alter von 20 Jahren beschäftigt er sich mit religiösen Schriften und findet dort Antworten auf die vielen moralischen Fragen, die ihn quälen. Nach 3 Jahren kehrt er als frischgebackener Anwalt nach Indien zurück und scheitert zunächst kläglich. Niemand will einen schüchternen jungen Juristen beschäftigen, der aussieht, als hätte er Angst vor jeder gerichtlichen Auseinandersetzung. Er erhält kaum Aufträge und seine Familie beginnt, in ihm einen Versager zu sehen. Deswegen greift er sofort zu, als ihm ein entfernter Verwandter eine Stelle in der britischen Kolonie Südafrika anbietet, in der Tausende von Indern leben. Doch das Leben dort ist nicht einfach. Für die weiße Oberschicht Südafrikas sind die Inder Bürger zweiter Klasse. Auf Zugfahrten müssen sie im Gepäckabteil reisen. Und Hotelzimmer werden ihnen häufig ohne Begründung verweigert. Schon bei seiner Ankunft in Südafrika klagt Gandhi deshalb: »Ich weiß, dass es falsch ist, jede Schmach über sich ergehen zu lassen. Wir Inder tun so, als wären wir überhaupt nicht vorhanden, und wenn es Schwierigkeiten gibt, versuchen wir, uns unsichtbar zu machen. Das ist nicht gut. Wir Inder sollten uns regelmäßig treffen, über diese Dinge sprechen und uns zusammentun.« Dies ist der Beginn der politischen Arbeit Gandhis. In Südafrika streitet er vor Gericht und in großen Versammlungen für die Bürgerrechte der Inder. Immer noch verehrt er England. Als ein Bürgerkrieg zwischen Engländern und aus Holland stammenden Buren ausbricht, unterstützt er die Briten und stellt eine Sanitätstruppe aus Indern auf. Doch die Briten danken den Indern dieses Engagement nicht. 1906 verlangt die Regierung von den indischstämmigen Südafrikanern, sich in ein spezielles Register einzutragen und Fingerabdrücke abzugeben. Gandhi ist empört und ruft zum passiven Widerstand auf. Ahimsa nennen die Hindus den Weg, ein Ziel ohne Gewalt zu erreichen. Dies ist künftig auch der Weg Gandhis.
Schnell wird der junge Anwalt weit über die Grenzen Südafrikas hinaus bekannt. Für noch mehr Aufsehen sorgt er, als er sich vom Dandy in einen eisernen Asketen wandelt. 1910 beendet er seine juristische Laufbahn, schwört allem persönlichen Eigentum ab und gründet eine Kommune. Dort herrscht das Prinzip, alles, was ein Mensch nicht mit seinen eigenen Händen erschaffen kann, ist nutzloser und überflüssiger Tand. Die Unterschiede zwischen den Kasten, den streng getrennten sozialen Schichten Indiens, spielen für ihn keine Rolle. Ihm ist es egal, ob ein Mensch der obersten Kaste angehört oder zu den Unberührbaren, also dem Abschaum der indischen Gesellschaft gehört. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, zieht es Gandhi zurück nach Indien. Sein Ruf als spiritueller Führer ist ihm dorthin vorausgeeilt. Er wird von jubelnden Menschenmassen empfangen und erhält den Ehrennamen Mahatma, was so viel heißt wie der, dessen Seele groß ist. Nach dem Vorbild seiner südafrikanischen Kommune gründet er eine neue Dorfgemeinschaft, den Sabarmati Ashram, in den bald die ersten Anhänger strömen. Das Leben dort ist hart. Die Mitglieder der Gemeinde stellen alles selbst her, was sie zum Leben brauchen. So sitzt auch Gandhi regelmäßig hinter einem Spinnrad und dreht Garn für Kleidung. Für die englischen Kolonialherren ist dies eine ungeheure Provokation. Denn die Wirtschaft des Empire beruht darauf, dass die Kolonien Produkte wie Kleidung teuer aus England importieren und nicht selbst produzieren. Sie sehen in Gandhis Spinnrad ein Symbol des Widerstandes. Als Zeichen der Unabhängigkeit wird es später auf der indischen Flagge abgebildet. Gandhis frühere Verehrung für England ist zu dieser Zeit schon lange in Ablehnung umgeschlagen. Immer wieder ruft er deshalb zum Protest gegen die Politik der Kolonialmacht auf. Er zwingt die Engländer in die Defensive, weil er sich strikt weigert, auch auf die brutalste Unterdrückung mit Gegengewalt zu reagieren. Es geht darum, das Schwert des Tyrannen vollständig stumpf zu machen. Nicht indem man ihm mit einer noch schärferen Klinge entgegentritt, sondern indem ich seine Erwartung eines physischen Widerstandes von meiner Seite enttäusche. Er weiß einfach nicht, was er von dem spirituellen Widerstand, mit dem ich ihm begegne, halten soll. Schließlich wird er verwirrt die Kraft anerkennen müssen, mit der er es zu tun hat. Eine Erkenntnis, die ihn nicht demütigen, sondern im Gegenteil erhöhen wird. Gandhi tritt dem indischen Nationalkongress bei, einer radikalen Partei, die sich der Unabhängigkeit des Landes von England verschrieben hat. Immer wieder ruft er seine Landsleute auf, die englische Herrschaft durch Verweigerung der Zusammenarbeit zu erschüttern. Die Inder sollen sich weigern, Steuern zu zahlen, englische Produkte zu kaufen und unsinnige rassistische Gesetze zu befolgen. England hat in Indien ein Monopol auf den Verkauf von Salz. Das sorgt für hohe Preise und bewirkt, dass sich viele Inder das wertvolle Gut nicht leisten können. Diese schreiende Ungerechtigkeit ist der Anlass für eine spektakuläre Aktion, die Gandhi weltberühmt machen wird. An der Spitze einer gewaltigen Menschenmenge zieht er zum Meer und gewinnt mit seinen Anhängern Salz aus dem Meerwasser. Alles unter den wütenden Blicken der britischen Soldaten. Gandhi weiß, dass er mit dem Feuer spielt. Schon in der Vergangenheit hat England auf Widerstand und Protest mit Gewalt reagiert. Doch Gandhis religiöse und moralische Überzeugungen lassen ihm keine andere Wahl. Er glaubt fest daran, dass er für die Gerechtigkeit notfalls auch sein Leben riskieren muss. Wer sich der Gewaltlosigkeit verschreibt, der muss die Bereitschaft zu Opfern kultivieren, um sich von der Furcht zu befreien. Er sorgt sich nicht darum, sein Land, sein Vermögen, sein Leben zu verlieren. Er kennt nur eine Furcht, die vor Gott. Denn wer nicht seine ganze Furcht überwunden hat, der wird die Gewaltlosigkeit niemals in Vollkommenheit praktizieren können. Aufsehenerregende Aktionen, wie der berühmte Salzmarsch, bringen ihm weltweit den Beifall seiner Anhänger ein. Die britische Regierung dagegen verhängt über ihn eine Haftstrafe.
Doch der passive Widerstand vieler Inder zermürbt allmählich die Nerven der englischen Herren. 1931 lassen sie Gandhi zu einer Konferenz nach London reisen. Hier hält er seine berühmte Rede »Spiritual Message of the World«, für die er viel Anerkennung bekommt. Perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. Sein eigentliches Ziel, die mögliche Unabhängigkeit Indiens, erreicht er nicht. Die Gespräche scheitern, Gandhi kehrt unverrichteter Dinge nach Indien zurück und nimmt dort gleich wieder den gewaltlosen, aber beharrlichen Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf. Die Aufteilung der indischen Gesellschaft in Kasten ist Gandhi ein Dorn im Auge. Mit Briefen, Zeitungsartikeln, Reden und Hungerstreiks erreicht er, dass diese Trennung im Wahlrecht aufgehoben wird und auch die bisher unberührbaren Parias wählen dürfen. Indien scheint auf einem guten Weg. Für die Menschen ist Gandhi längst eine Art Heiliger, ein großes spirituelles Vorbild. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Statt Indien in die Unabhängigkeit zu entlassen, greifen die Briten hart durch. Hunderttausende von Indern werden in die englische Armee eingezogen und kämpfen auf den Schlachtfeldern Europas und Asiens. Gandhi muss mit seiner Frau und vielen Anhängern erneut ins Gefängnis. Dort stirbt seine geliebte Gattin schließlich an den Folgen eines Hungerstreiks. Als er im Jahr 1944 entlassen wird, hat er mehr als 2000 Tage seines Lebens in britischer Haft verbracht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt man in London umzudenken. Das britische Kolonialreich erscheint vielen Politikern nicht mehr als Vorteil, sondern als große wirtschaftliche und moralische Last. Deshalb entschließt sich die Regierung, die Unabhängigkeit Indiens voranzutreiben. Allerdings will London das Land teilen und im Norden einen eigenen Staat, Pakistan, für die indischen Muslime gründen. Denn es kommt immer häufiger zu Konflikten in der Bevölkerung. Vor allem die Mehrheit der Hindus und die große muslimische Bevölkerungsschicht liefern sich regelrechte Straßenschlachten. Für Mahatma Gandhi ist diese Entwicklung eine gewaltige Enttäuschung. Er sieht sein Lebenswerk bedroht und betrauert die vielen Toten. Inzwischen ist er ein gebrechlicher alter Mann, gezeichnet von vielen Jahren im Gefängnis. Doch sein Wille ist ungebrochen. Als er sich in der Millionenstadt Kalkutta aufhält, kommt es dort zu brutalen Auseinandersetzungen. Mahatma Gandhi reagiert auf seine Weise. Er tritt vor den Augen der Weltöffentlichkeit in den Hungerstreik. Er will erst dann wieder Nahrung zu sich nehmen, wenn sich die verfeindeten Gruppen versöhnt haben. Er setzt die Waffe ein, mit der er bisher fast immer Erfolg hatte. Er übt moralischen Druck aus. »Brecht ihr den Frieden, dann habt ihr mich zum Tode verurteilt, denn dann werde ich mein Fasten wieder aufnehmen und so lange nicht beenden, bis ich verhungert bin.« Die Bürger Kalkuttas wissen, halten sie keinen Frieden, wird die Welt sie für den Tod Gandhis verantwortlich machen. Doch die Stimmung bleibt explosiv. Nur mit Mühe tritt in der Stadt so etwas wie Waffenruhe ein. Im Rest Indiens kommt es unterdessen weiter zu blutigen Ausschreitungen. In den Straßen Delhis tobt der Mob, Tausende werden abgeschlachtet. Die Aufrufe Gandhis an die Muslime, das Schwert aus der Hand zu legen, werden nicht gehört. Das Massaker geht weiter. Als Freunde Gandhi von Leichenbergen in den Straßen berichten, bricht er nach Delhi auf, um auch hier das Blutvergießen zu beenden. Wieder tritt er in den Hungerstreik und das sogenannte Wunder von Kalkutta wiederholt sich. Als die Menschen erfahren, dass der 78-Jährige stark geschwächt ist und sein Fasten ihm den Tod bringen wird, enden die Ausschreitungen binnen 24 Stunden. Es kommt zu Friedensdemonstrationen.
Vertreter aller Religionen beten für Gandhis Wohl und bitten ihn, den Hungerstreik zu beenden. Mit einem Glas Orangensaft beendet er schließlich sein Fasten. Ganz Delhi atmet auf. Noch einmal ist es Gandhi gelungen, den ungeheuren Respekt, den er bei den Massen genießt, für den Frieden einzusetzen. Allerdings verehren ihn nicht alle Inder. Religiöse und politische Fanatiker auf beiden Seiten sehen in Mahatma Gandhi inzwischen einen Feind und verbreiten Hassparolen. Für die radikalen Moslems ist er schon deswegen verdächtig, weil er Hindu ist. Außerdem gilt er als Gegner der Spaltung des alten Indiens in einen Hindu-Staat und ein muslimisches Pakistan. Für die Fanatiker unter den Hindus wiederum ist er ein Verräter, weil er für eine Aussöhnung mit den Moslems einsteht. Am 30. Januar 1948 bricht Gandhi zu seinem Abendgebet auf. Gestützt auf zwei Frauen, umringt von seinen Anhängern, schreitet der abgemagerte alte Mann durch eine still wartende Menschenmenge. Plötzlich stürzt vor ihm ein Mann auf die Knie. Hathuram Godse, Mitglied einer Gruppe fanatischer Hindus, hält Gandhi für einen Verräter. Unter seiner Kleidung trägt er eine tödliche Waffe. Als Gandhi und seine Begleiter stehen bleiben, zieht der Mann blitzschnell eine Pistole. Mahatma Gandhi wird von drei Schüssen getroffen und sinkt blutend zu Boden. Panik bricht aus. Mit einem letzten Ruf, O Gott, auf den Lippen, stirbt Gandhi. Die Nachricht vom Tod Gandhis verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das Licht, das unser aller Leben für immer erhellt hatte, ist für immer erloschen, so heißt es in einer Erklärung der indischen Regierung. Mahatma Gandhi verwandelt sich im Bewusstsein der Menschen in eine mythische Persönlichkeit. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod wird er rund um den Globus verehrt. Dabei stehen weniger seine politischen Forderungen im Mittelpunkt, als die Art und Weise seines Kampfes, sein Auftreten. Mit großem Mut und einem unbeugsamen Willen gegen scheinbar übermächtige Gegner anzutreten, ohne Waffen, ohne Gewalt, für mehr Menschlichkeit und Frieden, für Respekt und die Gleichheit aller Menschen einzutreten, bringt Gandhi noch heute große Bewunderung ein. Albert Einstein fasste Gandhis Wirkung rückblickend sehr treffend in die Worte: Zukünftige Generationen werden kaum glauben können, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut wie er jemals auf Erden gewandelt ist. In seiner Heimat Indien wird Gandhi nach seinem Tod wie ein Nationalheiliger verehrt. Bis zum heutigen Tag gilt er als Vater und Symbol des riesigen Landes. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Gespenstische Szenen spielen sich im Hörsaal ab. Frauen kreischen hysterisch, schlagen um sich und steigern sich in sexuelle Posen. Daneben Sigmund Freud, der tief beeindruckt ist von dem, was er hier im Hörsaal des Frauenkrankenhauses Salpêtrière sieht. Er beobachtet den renommiertesten Neurologen jener Zeit, Jean-Martin Charcot, der diese Frauen durch Hypnose zu heilen versucht. Es ist Ende November im Jahr 1885. Der junge Wiener Nervenarzt Freud hat sich nach Paris aufgemacht, um sich bei Charcot, dessen Vorlesungen weit über Frankreich hinaus berüchtigt sind, weiterzubilden. Die Erkenntnisse, die er durch jenen berühmten Hysteriespezialisten gewinnt, liefern den Anstoß zu einem neuen, revolutionären Menschenbild. Die Abhandlungen des jungen Arztes über das Unbewusste und die Triebe widersprechen dem damaligen Wissensstand. Ende des 19. Jahrhunderts versucht man mit Medikamenten und Operationen gegen psychische Leiden vorzugehen. Und plötzlich behauptet Freud, einige dieser Krankheiten allein durch Gespräche heilen zu können. Sein psychologisches Theoriegebäude hat einen gewaltigen Einfluss auf die Psychologie und darüber hinaus auf die gesamte Wissenschaft, die Erziehung und die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Bezogen auf den Einfluss, den er mit seinen Lehren auf das Bild, das der Mensch von sich und von seiner Stellung in der Welt hat, ausübt, wird Freud häufig mit Kopernikus und Darwin auf eine Stufe gestellt.
Sigmund Freud wird am 6. Mai 1856 in der mährischen Kleinstadt Freiberg, dem heutigen Příbor in Tschechien, geboren. Sein Vater Jakob ist in dritter Ehe mit seiner Mutter Amalie verheiratet. Nach Sigmund sollen noch 7 Geschwister, vor allem Schwestern, folgen. Doch Sigmund, von seiner Mutter mein goldener Sigi gerufen, ist deren unumstrittener Liebling. Ein Umstand, dem Freud später seine Selbstsicherheit zuschreiben wird. Die jüdische Familie betreibt einen gut gehenden Textilhandel. Doch als im Jahre 1857 die große Wirtschaftskrise einsetzt, ist die Familie ruiniert. Gerade 3 Jahre ist der kleine Sigmund alt, da ziehen die Freuds nach Wien. Hier wollen sie sich eine neue Existenz aufbauen. Gleichwohl bringt es die Familie nie mehr zu dem alten Wohlstand und hat Mühe, ein standesgemäßes kleinbürgerliches Leben zu finanzieren. Sigmund ist ein sehr aufmerksamer und äußerst fleißiger Schüler und wird von seiner Familie gefördert und bewundert. 6 Jahre in Folge ist er Klassenbester. 1873 erhält er seine Matura mit hervorragenden Abschlussnoten und beginnt mit 17 Jahren ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Nach anfänglicher Unsicherheit, ob es nicht doch die Zoologie sein soll, promoviert er am 30. März 1881 zum Doktor der Medizin. Es folgt eine Anstellung als Wissenschaftler am Physiologischen Institut von Ernst Brücke, den er sehr bewundert und der einen wesentlichen Einfluss auf sein Denken hat. Nach seiner Habilitation im Jahre 1885 schlägt er dann aber doch keine klassische Universitätslaufbahn ein. Sigmund Freud feiert zwar erste Erfolge als Wissenschaftler, doch der erfolgreiche junge Mediziner ist verliebt in Martha Bernays. Sie ist eine wohlhabende Frau aus jüdischem Hause. In der Verlobungszeit schreibt er ihr fast täglich einen Brief, bis sie eine Sammlung von etwa 900 Briefen ihr eigen nennt. Mit ihr will er eine bürgerliche Existenz gründen. Allerdings reicht das Einkommen eines wissenschaftlichen Mitarbeiters hierfür nicht aus. Wider Willen gibt er daher seine Karriere als Forscher auf und verbringt die nächsten 3 Jahre als Nervenarzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Zwischenzeitlich erhält er ein Stipendium und geht für ein halbes Jahr an die Salpêtrière nach Paris. Der Anschauungsunterricht über hysterische Fälle und die Auswirkung von Hypnose und Suggestion, den er von dem Neurologen Charcot erhält, hinterlässt seine Spuren bei Freud. Die Lehre des französischen Professors über Hysterie weckt sein Interesse an der Erforschung von Neurosen. Diese Erkrankungen des Nervensystems haben keine organische Ursache. Deshalb lassen sie sich mit herkömmlichen Behandlungsmethoden auch nicht in den Griff bekommen. Genau das ist es, was Freud so fasziniert. Im April 1886 eröffnet Freud eine Praxis in Wien. Er ist ein gesuchter Nervenarzt. Nun ist es ihm finanziell möglich, nach 4 Jahren Verlobungszeit seine Martha zu heiraten. Es folgt eine lange, glückliche Ehe und Partnerschaft. Die beiden haben zusammen 6 Kinder. Freud ist der gütige Übervater im Zentrum der Familie. Einzig sein letztes Kind, Anna, wird in seine Fußstapfen treten und Psychoanalytikerin werden. Die entscheidenden Anregungen der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts verdankt Freud seinem älteren Kollegen und Mentor Josef Breuer. Dieser vermittelt Freud den Gedanken, dass auch den Erscheinungen der Hysterie ein Sinn innewohnt, der sich ergründen lässt. Breuer versetzt seine Patienten zeitweilig in Hypnose und stellt fest, dass nach dem Dämmerschlaf die hysterischen Symptome vorübergehend abklingen. Ab 1887 macht sich auch Freud mit dieser Technik vertraut. Diese kathartische, also reinigende Methode zur Behandlung neurotischer und hysterischer Störungen stellt den Ausgangspunkt der psychoanalytischen Lehre Sigmund Freuds dar. Aus der Zusammenarbeit mit Breuer entstehen die Studien über Hysterie, die 1895 herausgegeben werden. Doch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die Freundschaft einer fast schon feindseligen Haltung gewichen.
Breuer lehnt es ab, die zentrale Ursache der Neurosen in der Sexualität zu suchen. Freud lässt sich nicht beirren und entwickelt aus den gemeinsamen Erkenntnissen das psychoanalytische Therapieverfahren. Hierbei gewinnt er zugleich seine grundlegenden Einsichten in die Triebstruktur des menschlichen Verhaltens. Als Zentraltrieb nimmt Freud den Geschlechtstrieb an. Aber gerade die Entfaltung der menschlichen Triebhaftigkeit wird durch gesellschaftliche Regeln und Tabus unterdrückt. Diese Störung der sexuellen Entwicklung in der frühen Kindheit eines Menschen und die Fortentwicklung des frühkindlichen Traumas durch Verleugnung im Erwachsenenalter bewirkt, laut Freud, die Entstehung einer Neurose. Weitere Erkenntnisse über die Neurose gewinnt Freud aus der Zusammenarbeit mit Wilhelm Fließ, der immer mehr zu seinem Vertrauten wird. Mit Fließ führt er eine selbstanalytische Beobachtung durch und kann so ein Modell aufstellen. Fließ ist der Erste, der ihn auf den Ödipus-Komplex aufmerksam macht. In der ödipalen Phase wünscht das Kind unbewusst sexuellen Kontakt mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Man sagt mit Recht, so schreibt Freud darüber, dass der Ödipus-Komplex der Kernkomplex der Neurosen ist, das wesentliche Stück im Inhalt der Neurose darstellt. In ihm gipfelt die infantile Sexualität, welche durch ihre Nachwirkungen die Sexualität des Erwachsenen entscheidend beeinflusst. Jedem menschlichen Neuankömmling ist die Aufgabe gestellt, den Ödipus-Komplex zu bewältigen. Wer es nicht zustande bringt, ist der Neurose verfallen. Freud ist bezogen auf seine Kleidung und sein Auftreten sehr ordentlich. Obwohl es in den frühen Jahren der Armut sehr schwierig für ihn ist, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, so enthüllt ein Brief an Wilhelm Fließ, kommt jeden Tag ein Friseur zu ihm. Ihm vertraut Freud auch sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Vater an, der sehr dominant über die Familie herrscht, aber zugleich beruflich erfolglos ist. Als der Vater 1896 stirbt, stürzt Freud in eine tiefe Krise. Doch trotz dieser familiären Schwierigkeiten arbeitet Freud unablässig weiter. Und so eröffnet er das neue Jahrhundert mit dem epochemachenden Werk Die Traumdeutung. Dieses Werk, das Licht ins Dunkel der Träume bringen soll, ist der Wegbereiter der späteren Freudschen Trieb- und Sexualtheorie und damit der Beginn der Psychoanalyse. Freud selbst definiert Psychoanalyse kurz und knapp als ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind, und zugleich ist sie eine Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet. Die Seelenzergliederung als ein Heilverfahren zur Behebung seelischer Störungen ist bis heute der bedeutendste Teil der Tiefenpsychologie Sigmund Freuds. 16 Stunden arbeitet er täglich an seiner Theorie der Psychoanalyse. Er benennt bislang Unbenanntes und führt die drei Instanzen der Psyche ein. Diese setzt sich zusammen aus den Trieben, die er das Es nennt, dem Ich, also der Persönlichkeit selbst, und dem Gewissen, dem Über-Ich. Das Über-Ich stellt eine Instanz im Seelenleben dar, die sich durch die Erziehung entwickelt. Dieses Strukturmodell der psychischen Persönlichkeit ist ein zentrales Element der Freudschen Theorie. Damit macht er sich nicht nur Freunde. Immer wieder werden auch Kritiker laut. Doch trotz seiner umstrittenen wissenschaftlichen Stellung wird er 1902 zum außerordentlichen Professor ernannt. Er gründet die Psychologische Mittwochsvereinigung, die neben Ferenczi, Steckel und anderen auch von Alfred Adler besucht wird. Ihren Namen hat sie von dem Wochentag, an dem regelmäßig neueste Forschungsergebnisse diskutiert werden und die neue Kunst der Deutung geübt wird. Ausgraben, analysieren, sammeln und forschen. Sein Denken ist in der Tat Archäologie. Ja, Freud kann man getrost als Archäologen der Seele bezeichnen. So verwundert es auch nicht, dass die Antike auf ihn zeit seines Lebens eine große Faszination ausgeübt hat. Er verspürt eine glühende Sehnsucht zu reisen. Er hofft, sich selbst zu finden.
Jahrelang fährt er, zum Teil in Begleitung der Familie, nach Rom, Pompeji bis hinunter nach Kreta und Athen. Von diesen Reisen bringt er wertvolle antike Stücke mit, aus denen sich im Laufe der Zeit eine ansehnliche Sammlung entwickelt. Freud nennt sie später »meine alten und dreckigen Götter«. Sigmund Freud hat im Wiener Wissenschafts- und Kulturleben eine Sonderstellung. Geachtet, verachtet, beäugt. Kein Wunder bei der herausragenden Bedeutung, die Freud inzwischen erlangt hat. 1908 findet der erste Kongress für Freudsche Psychologie statt. 1910 wird das Zentralblatt für Psychoanalyse sowie die Wiener Psychoanalytische Vereinigung gegründet. Freud bestimmt als Präsidenten Carl Gustav Jung, mit dem er sich seit einigen Jahren austauscht. Doch Jung wird sich, ebenso wie Alfred Adler, aufgrund wissenschaftlicher Differenzen bald von ihm abwenden. Aber Freud geht seinen Weg unbeirrt weiter. Zu viele Freunde haben sich schon von ihm losgesagt. In seiner Wiener Wohnung in der Bergstraße 19 vertieft er seine Erkenntnisse der Seele und geht der Frage nach, was ist die menschliche Seele? 1909. Freuds Wege und Erkenntnisse erreichen Amerika. Er wird eingeladen und findet, wie er verblüfft schreibt, vorurteilsfreie Männer vor. In New York interessiert ihn hauptsächlich die Antikenabteilung des Metropolitan Museum. Eingeladen von der Universität Worcester, erhält er den Ehrendoktor. Das Bekanntwerden seiner Arbeit über die Psychoanalyse bewirkt einen Schub in der amerikanischen Wissenschaft. Im Jahr 1911 feiert er mit seiner geliebten Frau Martha die silberne Hochzeit. Doch schon bald bekommt die Familie die ersten Auswirkungen des Ersten Weltkriegs zu spüren. Freud verliert sein gesamtes, in österreichischen Staatspapieren angelegtes Vermögen. In den 20er Jahren ist der Psychoanalytiker auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er veröffentlicht zahlreiche Werke, die ihm internationale Anerkennung und Ruhm einbringen. Nur gesundheitlich geht es dem Genussmenschen, Freud liebt Zigarren, nicht gut. 1923 wird bei ihm Mundhöhlenkrebs diagnostiziert. Er muss sich bis zu seinem Lebensende 33 oft qualvollen Operationen unterziehen. Depressionen sind die Folge. Ein Herzanfall ein paar Jahre später zwingt ihn, das Rauchen endgültig einzustellen. Zu seinem 70. Geburtstag erhält Freud zahlreiche Ehrungen, darunter die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien. Freud, der Wissenschaftler, wird immer politischer. Als Hitler 1933 Reichskanzler wird, schreibt er zusammen mit Einstein das Werk »Warum Krieg?« Und so landen auch Freuds Werke bei den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten auf dem Scheiterhaufen. Freud bleibt wegen seiner jüdischen Abstammung von den politischen Geschehnissen der Zeit nicht verschont. Die Feindseligkeiten nehmen stetig zu. Am 15. Mai 1938 dringen die Nationalsozialisten in seine Wohnung ein. Auch die Wiener Psychoanalytische Vereinigung wird durchsucht. Er kann noch im selben Jahr aus dem inzwischen an Deutschland angeschlossenen Österreich fliehen. Seine greisen Schwestern, denen dies nicht mehr möglich ist, kommen in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches um. Mit seinem Hausrat, darunter seiner berühmten Couch, seinen Göttern und Bildern kann er sich nach London retten. In dem einzigen Hörfunkinterview, das Freud der BBC 1938 gibt, sagt er über diese Zeit: Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Freud ist inzwischen ein schwerkranker Mann, der aber bis zuletzt über einen hellwachen Geist verfügt. In seiner Wohnung im Londoner Stadtteil Hampstead behandelt er selbst im hohen Alter von 83 Jahren immer noch Patienten. Am 23. September 1939 stirbt Freud.
Seine Ideen aber überdauern seinen Tod und prägen auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich. Wir werden abgeschlachtet. Die Aufrufe Gandhis an die Muslime, das Schwert aus der Hand zu legen, werden nicht gehört. Das Massaker geht weiter. Als Freunde Gandhi von Leichenbergen in den Straßen berichten, bricht er nach Delhi auf, um auch hier das Blutvergießen zu beenden. Wieder tritt er in den Hungerstreik und das sogenannte Wunder von Kalkutta wiederholt sich. Als die Menschen erfahren, dass der 78-Jährige stark geschwächt ist und sein Fasten ihm den Tod bringen wird, enden die Ausschreitungen binnen 24 Stunden. Es kommt zu Friedensdemonstrationen. Vertreter aller Religionen beten für Gandhis Wohl und bitten ihn, den Hungerstreik zu beenden. Mit einem Glas Orangensaft beendet er schließlich sein Fasten. Ganz Delhi atmet auf. Noch einmal ist es Gandhi gelungen, den ungeheuren Respekt, den er bei den Massen genießt, für den Frieden einzusetzen. Allerdings verehren ihn nicht alle Inder. Religiöse und politische Fanatiker auf beiden Seiten sehen in Mahatma Gandhi inzwischen einen Feind und verbreiten Hassparolen. Für die radikalen Moslems ist er schon deswegen verdächtig, weil er Hindu ist. Außerdem gilt er als Gegner der Spaltung des alten Indiens in einen Hindu-Staat und ein muslimisches Pakistan. Für die Fanatiker unter den Hindus wiederum ist er ein Verräter, weil er für eine Aussöhnung mit den Moslems einsteht. Am 30. Januar 1948 bricht Gandhi zu seinem Abendgebet auf. Gestützt auf zwei Frauen, umringt von seinen Anhängern, schreitet der abgemagerte alte Mann durch eine still wartende Menschenmenge. Plötzlich stürzt vor ihm ein Mann auf die Knie. Hathuram Godse, Mitglied einer Gruppe fanatischer Hindus, hält Gandhi für einen Verräter. Unter seiner Kleidung trägt er eine tödliche Waffe. Als Gandhi und seine Begleiter stehen bleiben, zieht der Mann blitzschnell eine Pistole. Mahatma Gandhi wird von drei Schüssen getroffen und sinkt blutend zu Boden. Panik bricht aus. Mit einem letzten Ruf, O Gott, auf den Lippen, stirbt Gandhi. Die Nachricht vom Tod Gandhis verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das Licht, das unser aller Leben für immer erhellt hatte, ist für immer erloschen, so heißt es in einer Erklärung der indischen Regierung. Mahatma Gandhi verwandelt sich im Bewusstsein der Menschen in eine mythische Persönlichkeit. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod wird er rund um den Globus verehrt. Dabei stehen weniger seine politischen Forderungen im Mittelpunkt, als die Art und Weise seines Kampfes, sein Auftreten. Mit großem Mut und einem unbeugsamen Willen gegen scheinbar übermächtige Gegner anzutreten, ohne Waffen, ohne Gewalt, für mehr Menschlichkeit und Frieden, für Respekt und die Gleichheit aller Menschen einzutreten, bringt Gandhi noch heute große Bewunderung ein. Albert Einstein fasste Gandhis Wirkung rückblickend sehr treffend in die Worte: Zukünftige Generationen werden kaum glauben können, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut wie er jemals auf Erden gewandelt ist. In seiner Heimat Indien wird Gandhi nach seinem Tod wie ein Nationalheiliger verehrt. Bis zum heutigen Tag gilt er als Vater und Symbol des riesigen Landes. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Gespenstische Szenen spielen sich im Hörsaal ab. Frauen kreischen hysterisch, schlagen um sich und steigern sich in sexuelle Posen. Daneben Sigmund Freud, der tief beeindruckt ist von dem, was er hier im Hörsaal des Frauenkrankenhauses Salpêtrière sieht. Er beobachtet den renommiertesten Neurologen jener Zeit, Jean-Martin Charcot, der diese Frauen durch Hypnose zu heilen versucht. Es ist Ende November im Jahr 1885. Der junge Wiener Nervenarzt Freud hat sich nach Paris aufgemacht, um sich bei Charcot, dessen Vorlesungen weit über Frankreich hinaus berüchtigt sind, weiterzubilden. Die Erkenntnisse, die er durch jenen berühmten Hysteriespezialisten gewinnt, liefern den Anstoß zu einem neuen, revolutionären Menschenbild.
die Abhandlungen des jungen Arztes über das Unbewusste und die Triebe widersprechen dem damaligen Wissensstand. Ende des 19. Jahrhunderts versucht man mit Medikamenten und Operationen gegen psychische Leiden vorzugehen. Und plötzlich behauptet Freud, einige dieser Krankheiten allein durch Gespräche heilen zu können. Sein psychologisches Theoriegebäude hat einen gewaltigen Einfluss auf die Psychologie und darüber hinaus auf die gesamte Wissenschaft, die Erziehung und die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Bezogen auf den Einfluss, den er mit seinen Lehren auf das Bild, das der Mensch von sich und von seiner Stellung in der Welt hat, ausübt, wird Freud häufig mit Kopernikus und Darwin auf eine Stufe gestellt. Sigmund Freud wird am 6. Mai 1856 in der mährischen Kleinstadt Freiberg, dem heutigen Příbor in Tschechien, geboren. Sein Vater Jakob ist in dritter Ehe mit seiner Mutter Amalie verheiratet. Nach Sigmund sollen noch 7 Geschwister, vor allem Schwestern, folgen. Doch Sigmund, von seiner Mutter mein goldener Sigi gerufen, ist deren unumstrittener Liebling. Ein Umstand, dem Freud später seine Selbstsicherheit zuschreiben wird. Die jüdische Familie betreibt einen gut gehenden Textilhandel. Doch als im Jahre 1857 die große Wirtschaftskrise einsetzt, ist die Familie ruiniert. Gerade 3 Jahre ist der kleine Sigmund alt, da ziehen die Freuds nach Wien. Hier wollen sie sich eine neue Existenz aufbauen. Gleichwohl bringt es die Familie nie mehr zu dem alten Wohlstand und hat Mühe, ein standesgemäßes kleinbürgerliches Leben zu finanzieren. Sigmund ist ein sehr aufmerksamer und äußerst fleißiger Schüler und wird von seiner Familie gefördert und bewundert. 6 Jahre in Folge ist er Klassenbester. 1873 erhält er seine Matura mit hervorragenden Abschlussnoten und beginnt mit 17 Jahren ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Nach anfänglicher Unsicherheit, ob es nicht doch die Zoologie sein soll, promoviert er am 30. März 1881 zum Doktor der Medizin. Es folgt eine Anstellung als Wissenschaftler am Physiologischen Institut von Ernst Brücke, den er sehr bewundert und der einen wesentlichen Einfluss auf sein Denken hat. Nach seiner Habilitation im Jahre 1885 schlägt er dann aber doch keine klassische Universitätslaufbahn ein. Sigmund Freud feiert zwar erste Erfolge als Wissenschaftler, doch der erfolgreiche junge Mediziner ist verliebt in Martha Berneis. Sie ist eine wohlhabende Frau aus jüdischem Hause. In der Verlobungszeit schreibt er ihr fast täglich einen Brief, bis sie eine Sammlung von etwa 900 Briefen ihr eigen nennt. Mit ihr will er eine bürgerliche Existenz gründen. Allerdings reicht das Einkommen eines wissenschaftlichen Mitarbeiters hierfür nicht aus. Wider Willen gibt er daher seine Karriere als Forscher auf und verbringt die nächsten 3 Jahre als Nervenarzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Zwischenzeitlich erhält er ein Stipendium und geht für ein halbes Jahr an die Salpêtrière nach Paris. Der Anschauungsunterricht über hysterische Fälle und die Auswirkung von Hypnose und Suggestion, den er von dem Neurologen Charcot erhält, hinterlässt seine Spuren bei Freud. Die Lehre des französischen Professors über Hysterie weckt sein Interesse an der Erforschung von Neurosen. Diese Erkrankungen des Nervensystems haben keine organische Ursache. Deshalb lassen sie sich mit herkömmlichen Behandlungsmethoden auch nicht in den Griff bekommen. Genau das ist es, was Freud so fasziniert. Im April 1886 eröffnet Freud eine Praxis in Wien. Er ist ein gesuchter Nervenarzt. Nun ist es ihm finanziell möglich, nach 4 Jahren Verlobungszeit seine Martha zu heiraten. Es folgt eine lange, glückliche Ehe und Partnerschaft. Die beiden haben zusammen 6 Kinder. Freud ist der gütige Übervater im Zentrum der Familie. Einzig sein letztes Kind, Anna, wird in Leben zu verlieren. Er kennt nur eine Furcht, die vor Gott. Denn wer nicht seine ganze Furcht überwunden hat, der wird die Gewaltlosigkeit niemals in Vollkommenheit praktizieren können.
Aufsehenerregende Aktionen, wie der berühmte Salzmarsch, bringen ihm weltweit den Beifall seiner Anhänger ein. Die britische Regierung dagegen verhängt über ihn eine Haftstrafe. Doch der passive Widerstand vieler Inder zermürbt allmählich die Nerven der englischen Herren. 1931 lassen sie Gandhi zu einer Konferenz nach London reisen. Hier hält er seine berühmte Rede »Spiritual Message of the World«, für die er viel Anerkennung bekommt. Perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. Sein eigentliches Ziel, die mögliche Unabhängigkeit Indiens, erreicht er nicht. Die Gespräche scheitern, Gandhi kehrt unverrichteter Dinge nach Indien zurück und nimmt dort gleich wieder den gewaltlosen, aber beharrlichen Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf. Die Aufteilung der indischen Gesellschaft in Kasten ist Gandhi ein Dorn im Auge. Mit Briefen, Zeitungsartikeln, Reden und Hungerstreiks erreicht er, dass diese Trennung im Wahlrecht aufgehoben wird und auch die bisher unberührbaren Parias wählen dürfen. Indien scheint auf einem guten Weg. Für die Menschen ist Gandhi längst eine Art Heiliger, ein großes spirituelles Vorbild. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Statt Indien in die Unabhängigkeit zu entlassen, greifen die Briten hart durch. Hunderttausende von Indern werden in die englische Armee eingezogen und kämpfen auf den Schlachtfeldern Europas und Asiens. Gandhi muss mit seiner Frau und vielen Anhängern erneut ins Gefängnis. Dort stirbt seine geliebte Gattin schließlich an den Folgen eines Hungerstreiks. Als er im Jahr 1944 entlassen wird, hat er mehr als 2000 Tage seines Lebens in britischer Haft verbracht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt man in London umzudenken. Das britische Kolonialreich erscheint vielen Politikern nicht mehr als Vorteil, sondern als große wirtschaftliche und moralische Last. Deshalb entschließt sich die Regierung, die Unabhängigkeit Indiens voranzutreiben. Allerdings will London das Land teilen und im Norden einen eigenen Staat, Pakistan, für die indischen Muslime gründen. Denn es kommt immer häufiger zu Konflikten in der Bevölkerung. Vor allem die Mehrheit der Hindus und die große muslimische Bevölkerungsschicht liefern sich regelrechte Straßenschlachten. Für Mahatma Gandhi ist diese Entwicklung eine gewaltige Enttäuschung. Er sieht sein Lebenswerk bedroht und betrauert die vielen Toten. Inzwischen ist er ein gebrechlicher alter Mann, gezeichnet von vielen Jahren im Gefängnis. Doch sein Wille ist ungebrochen. Als er sich in der Millionenstadt Kalkutta aufhält, kommt es dort zu brutalen Auseinandersetzungen. Mahatma Gandhi reagiert auf seine Weise. Er tritt vor den Augen der Weltöffentlichkeit in den Hungerstreik. Er will erst dann wieder Nahrung zu sich nehmen, wenn sich die verfeindeten Gruppen versöhnt haben. Er setzt die Waffe ein, mit der er bisher fast immer Erfolg hatte. Er übt moralischen Druck aus. »Brecht ihr den Frieden, dann habt ihr mich zum Tode verurteilt, denn dann werde ich mein Fasten wieder aufnehmen und so lange nicht beenden, bis ich verhungert bin.« Die Bürger Kalkuttas wissen, halten sie keinen Frieden, wird die Welt sie für den Tod Gandhis verantwortlich machen. Doch die Stimmung bleibt explosiv. Nur mit Mühe tritt in der Stadt so etwas wie Waffenruhe ein. Im Rest Indiens kommt es unterdessen weiter zu blutigen Ausschreitungen. In den Straßen Delhis tobt der Mob, Tausende. Mahatma Gandhi, 1869 bis 1948. Porbandar in der indischen Region Gujarat ist eigentlich eine unbedeutende Provinzstadt. Doch für die Geschichte des Landes ist sie von großer Bedeutung, denn sie ist die Heimat eines der bekanntesten Männer, die Indien hervorgebracht hat, Mahatma Gandhi.
obwohl er nie ein hohes politisches Amt innehatte und auch keinen neuen Glauben begründete, ist er einer der wichtigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts und das große moralische Vorbild für das moderne Indien und für Millionen Menschen weltweit. Mohandas Karamchand Gandhi wird am 2. Oktober 1869 in Porbandar geboren. Sein Vater ist ein renommierter Rechtsanwalt, der dem Glauben der Jain, einer Abspaltung des Hinduismus, angehört. Die Jain glauben daran, dass die spirituelle Kraft des Menschen auf einem reinen Herzen, Askese und der Fähigkeit, sich selbst zu erziehen und Ungerechtigkeit zu vergeben, basiert. Diese religiösen Wurzeln spielen in der Erziehung Gandhis eine wichtige Rolle und werden sein gesamtes späteres Leben bestimmen. Als Kind ist er sehr schüchtern und seine schulischen Leistungen sind eher mittelmäßig. Als Gandhi 13 Jahre alt ist, wird er gemäß den damaligen Sitten Indiens mit der gleichaltrigen Kasturbai verheiratet, einem Mädchen aus gutem Hause. Sie ist ebenfalls sehr schüchtern, verfügt aber über eine innere Stärke, durch die sie schnell zu einer wichtigen Stütze für Gandhi wird. Stets steht sie hinter ihrem Mann und durchleidet mit ihm auch die härtesten Zeiten, ohne zu klagen. 1887 schließt der junge Mohandas die Schule ab. Zu diesem Zeitpunkt ist er zu einem eifrigen Studenten und begeisterten Leser herangewachsen, der am liebsten Medizin studieren möchte. Doch als kurz darauf sein Vater stirbt, tritt er in dessen Fußstapfen und wird Anwalt. Die einzige Möglichkeit für einen jungen Inder, ein Studium der Rechtswissenschaft zu absolvieren, ist der Weg nach England, in das Reich der Kolonialherren. In London entwickelt sich der junge Gandhi zu einem Gentleman, der teure Anzüge trägt und Unterricht in Tanz und Rhetorik nimmt. Doch dann entdeckt er eine neue Welt. Im Alter von 20 Jahren beschäftigt er sich mit religiösen Schriften und findet dort Antworten auf die vielen moralischen Fragen, die ihn quälen. Nach 3 Jahren kehrt er als frischgebackener Anwalt nach Indien zurück und scheitert zunächst kläglich. Niemand will einen schüchternen jungen Juristen beschäftigen, der aussieht, als hätte er Angst vor jeder gerichtlichen Auseinandersetzung. Er erhält kaum Aufträge und seine Familie beginnt, in ihm einen Versager zu sehen. Deswegen greift er sofort zu, als ihm ein entfernter Verwandter eine Stelle in der britischen Kolonie Südafrika anbietet, in der Tausende von Indern leben. Doch das Leben dort ist nicht einfach. Für die weiße Oberschicht Südafrikas sind die Inder Bürger zweiter Klasse. Auf Zugfahrten müssen sie im Gepäckabteil reisen und Hotelzimmer werden ihnen häufig ohne Begründung verweigert. Schon bei seiner Ankunft in Südafrika klagt Gandhi deshalb: »Ich weiß, dass es falsch ist, jede Schmach über sich ergehen zu lassen. Wir Inder tun so, als wären wir überhaupt nicht vorhanden, und wenn es Schwierigkeiten gibt, versuchen wir, uns unsichtbar zu machen. Das ist nicht gut. Wir Inder sollten uns regelmäßig treffen, über diese Dinge sprechen und uns zusammentun.« Dies ist der Beginn der politischen Arbeit Gandhis. In Südafrika streitet er vor Gericht und in großen Versammlungen für die Bürgerrechte der Inder. Immer noch verehrt er England. Als ein Bürgerkrieg zwischen Engländern und aus Holland stammenden Buren ausbricht, unterstützt er die Briten und stellt eine Sanitätstruppe aus Indern auf. Doch die Briten danken den Indern dieses Engagement nicht. 1906 verlangt die Regierung von den indischstämmigen Südafrikanern, sich in ein spezielles Register einzutragen und Fingerabdrücke abzugeben. Gandhi ist empört und ruft zum passiven Widerstand auf. Ahimsa nennen die Hindus den Weg, ein Ziel ohne Gewalt zu erreichen. Dies ist künftig auch der Weg Gandhis. Schnell wird der junge Anwalt weit über die Grenzen Südafrikas hinaus bekannt. Für noch mehr Aufsehen sorgt er, als er sich vom Dandy in einen eisernen Asketen wandelt. 1910 beendet er seine juristische Laufbahn, schwört allem persönlichen Eigentum ab und gründet eine Kommune. Dort herrscht das Prinzip, alles, was ein Mensch nicht mit seinen eigenen Händen erschaffen kann, ist nutzloser und überflüssiger Tand.
Die Unterschiede zwischen den Kasten, den streng getrennten sozialen Schichten Indiens, spielen für ihn keine Rolle. Ihm ist es egal, ob ein Mensch der obersten Kaste angehört oder zu den Unberührbaren, also dem Abschaum der indischen Gesellschaft, gehört. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, zieht es Gandhi zurück nach Indien. Sein Ruf als spiritueller Führer ist ihm dorthin vorausgeeilt. Er wird von jubelnden Menschenmassen empfangen und erhält den Ehrennamen Mahatma, was so viel heißt wie der, dessen Seele groß ist. Nach dem Vorbild seiner südafrikanischen Kommune gründet er eine neue Dorfgemeinschaft, den Sabarmati Ashram, in den bald die ersten Anhänger strömen. Das Leben dort ist hart. Die Mitglieder der Gemeinde stellen alles selbst her, was sie zum Leben brauchen. So sitzt auch Gandhi regelmäßig hinter einem Spinnrad und dreht Garn für Kleidung. Für die englischen Kolonialherren ist dies eine ungeheure Provokation. Denn die Wirtschaft des Empire beruht darauf, dass die Kolonien Produkte wie Kleidung teuer aus England importieren und nicht selbst produzieren. Sie sehen in Gandhis Spinnrad ein Symbol des Widerstandes. Als Zeichen der Unabhängigkeit wird es später auf der indischen Flagge abgebildet. Gandhis frühere Verehrung für England ist zu dieser Zeit schon lange in Ablehnung umgeschlagen. Immer wieder ruft er deshalb zum Protest gegen die Politik der Kolonialmacht auf. Er zwingt die Engländer in die Defensive, weil er sich strikt weigert, auch auf die brutalste Unterdrückung mit Gegengewalt zu reagieren. Es geht darum, das Schwert des Tyrannen vollständig stumpf zu machen. Nicht indem man ihm mit einer noch schärferen Klinge entgegentritt, sondern indem ich seine Erwartung eines physischen Widerstandes von meiner Seite enttäusche. Er weiß einfach nicht, was er von dem spirituellen Widerstand, mit dem ich ihm begegne, halten soll. Schließlich wird er verwirrt die Kraft anerkennen müssen, mit der er es zu tun hat. Eine Erkenntnis, die ihn nicht demütigen, sondern im Gegenteil erhöhen wird. Gandhi tritt dem indischen Nationalkongress bei, einer radikalen Partei, die sich der Unabhängigkeit des Landes von England verschrieben hat. Immer wieder ruft er seine Landsleute auf, die englische Herrschaft durch Verweigerung der Zusammenarbeit zu erschüttern. Die Inder sollen sich weigern, Steuern zu zahlen, englische Produkte zu kaufen und unsinnige rassistische Gesetze zu befolgen. England hat in Indien ein Monopol auf den Verkauf von Salz. Das sorgt für hohe Preise und bewirkt, dass sich viele Inder das wertvolle Gut nicht leisten können. Diese schreiende Ungerechtigkeit ist der Anlass für eine spektakuläre Aktion, die Gandhi weltberühmt machen wird. An der Spitze einer gewaltigen Menschenmenge zieht er zum Meer und gewinnt mit seinen Anhängern Salz aus dem Meerwasser. Alles unter den wütenden Blicken der britischen Soldaten. Gandhi weiß, dass er mit dem Feuer spielt. Schon in der Vergangenheit hat England auf Widerstand und Protest mit Gewalt reagiert. Doch Gandhis religiöse und moralische Überzeugungen lassen ihm keine andere Wahl. Er glaubt fest daran, dass er für die Gerechtigkeit notfalls auch sein Leben riskieren muss. Wer sich der Gewaltlosigkeit verschreibt, der muss die Bereitschaft zu Opfern kultivieren, um sich von der Furcht zu befreien. Er sorgt sich nicht darum, sein Land, sein Vermögen, sein